Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, wir sind auf der Altstein-Map. Ich habe noch ein kloßes Malz. Das geht jetzt auch nicht weg, ne? Das müssen wir heute ganze Woche müssen wir mitleben jetzt hier. Ich wollte ihm. Oh, Vorwärtsrückwärts getauscht. Ich wollte ihm den Dreschkasten abtanken. Ich muss mich erst noch ein bisschen zurechtfinden hier auf der Map. Ist jetzt alles ein bisschen anders. Ich wollte gerade in der ersten Schrecksekunde. Wollte ich schon zu meinem alten Regalstandort fahren. Aber das alte Regal gibt es ja nicht mehr, denn wir spielen die V2. Und auf der V2 ist alles ein bisschen anders. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen anders. So. Ist ja voll gemein, dass Red kein Stuss hier eine gelbe Gabel hingelegt hat. Aber das ist eine Giant Standardgabel. Die könnte ich auch nehmen. Aber ich habe meine, habe ich auf 2000 Liter eingestellt. Das passt dann beim Mischfutter machen, passt das besser bei mir, ne? Dann muss ich quasi. Oh! Auch den da oben. Nee, 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 mach mal nicht den da oben. Ich will jetzt erst den anderen wegbringen. Wegen zweimal gelb und so, da habe ich Angst. Alter, ich komme gar nicht hin, wo ich hin will. Also irgendein Gefühl sagt mir, ich möchte erst den Ballenspieß nehmen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie dieses Gefühl darauf kommt. Wir können den Ballenspieß auch unten hinlegen. Ich komme da oben echt nicht hin mit diesem Olli hier. Da muss man schon einen richtigen Männerfrontlader haben, wenn man da oben hin will. So. Ich brauche noch ein Regal. So, weil die hat irgendeine krumme Zahl. Irgendwas mit Schlag mich tot. Keine Ahnung. Ist egal. Wir nehmen jetzt. Oh. Wir schrauben nochmal eben die Zwillinge ab. Ah, dann verliert ihr die Schippe vorne. Die Gabel. Ist egal. Wir lassen runter. Fahren hier hin, weil Zwillinge brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe die nur schon direkt mitgekauft. Damit der Schlepper das schon sofort, ne, damit das alles passt und so. Ne? So. Zwillingsreifen hinten bitte abbauen. Jawohl. Ist auch wieder kostenlos. Sehr schön. Das hat er fixoliert. Das hatte die ursprüngliche Version der V2 hatte das nicht. Ja, was? Oh, das Gewicht hat er auch verloren. Hat alles verloren. Sein ganzes Leben hat er weggeschmissen. Der Gute. Achso, wir nehmen mir diesen Anhänger mit. Ich könnte jetzt auch mal eben einen neuen Anhänger holen schon. Muss ich gleich eh machen, weil ich will ja die Billikes aufsammeln. Ist jetzt die Frage, ob ich das mit einem Ballenspieß mache. Oder mit der Strohgabel. Müssen wir mal gucken. Ich nehme auch meinen Farmtech-Anhänger gleich. So, husch husch, hier den Berg hoch. So. Sunshine, da ist er. Oh, warte mal. Ich hätte unten rumfahren müssen. Wir müssen einmal hier ein bisschen. Uiuiui. Alter, nee, das traue ich mich nicht. Das ist too much. Hab ich einen Haxbruch. Guck, wir fahren hier, wir machen eine Schleuderwende in der Wiese hier. Das ist mir sicherer. Wir müssen hier unten her. Da müssen wir lang. So. Kaum wurde mal ein bisschen was umgebaut auf der Map. Hashtag orientierungslos wieder am Start hier. Wie ist das mit dem Baum? Das war knapp. Alter. So, wir müssen. Hä? Wir müssen noch einen tiefer, Diego. Oh, Diego. Warum sieht das keiner? Dieses Video bitte nicht anklicken, YouTube. Ihr dürft dieses Video nicht anklicken. Das ist zu peinlich. Brat mir doch einer einen Storch. Hallo, Pa Johann, sei gegrüßt. So.
Was ist denn, wenn ich hier geradeaus fahre? Hä? 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 Hier ist doch ein Weg. Warum habe ich den eben nicht gefunden? Ich bin total durch, wisst ihr das, YouTube? Total kaputt. Da ist auch nichts mehr. Da kannst du nichts mehr retten. Das ist vorbei, ne? Ich bin auch AK-versichert, ne? Also. Ist alles gut. Ist alles gut. Oh, ich habe den Deutsch nicht ausgemacht. Ich Schlimmling. Oh, und das Röhrchen nicht ausgeklappt. Oh, hier ist wieder was los auf Altenstein, ey. Hallo Klaas, Dreschkasten. Wie geht es dir? Ich hätte hier ein Behältnis zum Abtanken gemacht. Erstmal aus den alten Schepperkasten. So. Ja, diese Taste hier. Muss Motor an sein, oder was? Diese Taste hier. Ah, besser. Da kommt es angefahren, das Röhrchen. Passt sogar. Oh, Abstand. Alter Schwede, was mache ich denn jetzt mal mit dem Schneidwerkwagen? Das geht so nicht. Soll ich mal gleich vom Händler einen neuen mitbringen? Ich bringe gleich vom Händler einen neuen mit. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann, ey. Weil dieses abenteuerliche Gerät, das wollte ich mir jetzt nicht unbedingt gönnen. So, fahren wir hier runter. Hier wegen Bearbeitung und so, ne? Und halt dich fern von deinem Schneidwerkwagen. Der ist irgendwie ein bisschen spooky. Ich glaube, der gehört doch gar nicht zu dir. Der gehört zu dem anderen. Weil der ganz andere Dreschkasten ist ein bisschen spooky. So, hier bleibt mal stehen. Ja, ja. So, Motor aus. Ach, den haben wir auch noch am Start. Den können wir auch mal verkaufen. Na, jetzt nicht. Jetzt wird nichts verkauft hier. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben Beute gemacht. Bringen die Beute nach Hause. Soll ich so ein Bällekin schon mal mitnehmen hier? Das liefere ich direkt mit den Schweinen ab. Kenne ich nix. Guck mal her. Die Standardgabel kann auch Bällekisch aufspießen. So, hier, meiner. Gediebt habe ich den. Ja, ich habe Zero-Zero. Sicht. Ist aber nicht schlimm. Ist normal bei mir. Ich sehe im normalen Leben auch nicht viel mehr. Hier fahren wir ein bisschen langsamer, wenn es geht. So, schön. Hier ist mal was los auf Altenstein. Ich sag euch das. Genau, schön geschmeidig. Ach, wenn wir Glück haben, nehmen die Schweine auch direkt das Getreide an. Wir bieten denen das mal an. Gucken mal. Fragen mal, was sie davon so halten. Sie sind bestimmt halb verhungert, die Tierchen. So, hier vorne war doch gerade ein Weg. Und dieser Weg, der führt mich doch zur Schweinerei, oder nicht? Warum habe ich den denn eben nicht gefunden? Was ist denn nicht in Ordnung mit mir? Ich habe das hier nicht gecheckt, ey. Die freuen sich schon. Ja, ja, Schnitzel, hier, komm her. Papa hat was für dich. Zack. Da haben die sich auch komplett reingepfiffen, das Ding. Kurz gucken, wie es den Tieren so geht. Ja, das war aber auch reichlich. Den nächsten könnten die Mukus mal bekommen, wenn es geht. Und Durst haben die Kühe. Eieiei. Ja, ist halt wieder alles auf Anfang hier, ne? Wir konnten Teile des alten Spielstandes übernehmen. Oder ich habe das einfach gemacht. Man hätte auch ganz von vorne anfangen können, aber das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Man hätte auch mit Sicherheit sich noch ein schöneres Leben machen können, wollte ich sagen. Ich bin im falschen Trigger drin, ey. Guck mal her. Fahr mal richtig an den richtigen Trigger hier. So. Jetzt müsste besser sein. Will er nicht, sagt er. Zu weit gefahren. Das kommt mir sehr bekannt vor. Oh, oh, das Pferd dreht keinen Stoß nicht mögen. Da ist doch wieder das alte... Nee, doch nicht.
Man muss nur richtig fahren, dann ist alles gut. So, ja, den Anhänger, den können wir gleich hier stehen lassen. Wenn, dann müsste ich den haben zum Ballen laden, aber ich glaube, Ballen laden, ach, die drei Bällekes, die putzen die sich auch sofort rein. Was ist denn hier? Wollen wir den nicht so an der Wand? Ich dachte so, ich stelle den an der Wand hier. Ah, wo war der Fehler? Habe gedacht. Ja, ich weiß. So, nicht ganz so schnittig vielleicht, Herr Diego. Ja, Opa Johann... Oh, jeden zweiten Tag muss der Speis anrühren. Nur weil der Diego wieder versucht hat, irgendeinen Anhänger rückwärts in die Scheune zu drücken. Geht aber noch. Es hat schon größere Ausfälle gegeben. Bei weniger Rückwärtsfahren. So. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Muss noch irgendwas zum Händler? Das Heugedönste lassen wir erst noch. Das wird nachher auch alles getauscht. Die Sämaschine. Da hätte ich schon gerne die Amazone, oder? Das passt besser. Die ist ein bisschen sehr modern. Ich mag auch modern, aber nicht auf Altenstein. Auf Altenstein, da spielen wir mit dem alten Geröffel. Bevorzugt das, was ich aus meiner Jugend kenne. Und was dem ähnlich kommt. Ja, darauf basiert dieses ganze Altenstein-Let's Play. Und Spaß. Spaß an der Freude. Und runterkommen. Ne? Abschalten. Fuß vom Gas. Ne? Das ist wirklich das Thema hier auf Altenstein. Gut, jetzt am Anfang ist alles ein bisschen holprig. Und ist ja quasi mal wieder ein Neustart von der Map. Aber sehr angenehm. Sehr angenehmer Neustart. Weil es hat sich ja wirklich hier positiv einiges geändert. Und dann macht man das auch gerne, ne? Gut, ist jetzt auf Altenstein, glaube ich, mein vierter Neustart. Aber so enge sehen wir das nicht, ne? Diego, warum hast du jetzt eigentlich den Altenstein-Werkwagen nicht gleich mitgenommen? Das wäre nochmal eine Idee gewesen, oder nicht? Ja. Ah ja. Ideen. Wozu braucht man schon Ideen, ne? So. Wir wollen ja hier stückchenweise unseren alten Fuhrpark wieder haben. Wir haben ein bisschen Verlust gemacht. Also der Jans, der ist ein bisschen... Also muss man auch aufpassen, ne? Der gibt einem nicht das Geld wieder, was man dafür bezahlt hat, ne? So ist das nun mal, ne? Ja, der ist dann auch mal ganz weinerlich. Sagt davon, jemand muss ja auch leben und oh, ne? Ihr kennt das ja, ne? Ich hätte jetzt gerne mal einen Schneidwerkwagen. Und zwar was anderes als den Klaas. Tja, da bleibt eigentlich nur der hier. Wir tunen den mal so ungefähr Klaas-Farben. Mit einer roten Felge. So, ja. Dass das nicht ganz so doll auffällt. Und Sämaschinen stelle ich mir schon mal hier hin. Einfach nur, weil ich immer paddelig bin und schon mal gern die komplette Kohle auf den Kopf kloppe, um dann festzustellen, hast gar keine Sämaschine gekauft. Ne? Deswegen stellen wir uns das Ding jetzt schon mal hier hin. Oh, wir können uns auch schon mal die Drille hier hinstellen. Ah, oh nee, die schaffen wir aber nicht hier. Die ist hier versehentlich reingerutscht, die gehört hier nicht rein. Das ist nicht das richtige Spielzeug für diese Map. Schönes Spielzeug, aber nicht das richtige für diese Map. Ja, ist mal genug Geld ausgegeben, würde ich sagen, ne? Wasserfass haben wir ja noch da. Wir können gleich mal eine Runde Wasser holen. Fluch müssen wir noch haben. Und doch, ja. Wo ist der Stein? Ach, da hinten steht der Stein. Ich muss so. Ach, diese Aufregung. Jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich klappt das mit dem Schneidwerkwagen. Der hat nicht mal ein Loch vorne drin, ey. Also die Giants, die haben einen derartigen Schiss vor Polygonen, ne? Oh, sagen wir mal, wir nehmen mal ein Schüppchen mit, sehe ich gerade.
Wir sind ja gerade hier, dann nehmen wir auch noch unser Schüppchen mit. Das Gäbelchen brauchen wir auch noch. Das ist unser Schüppchen. Den habe ich nämlich auch. Nee, habe ich den auch auf 2 gestellt? Ich weiß gar nicht mehr. Mal kurz gucken. Steht das hier bei, auf wie viele Liter ich den gestellt habe? 2 habe ich den auch gestellt. Gut. Der ist aber mehr so für Schweine sauber machen, ne? Und mit dem Anhänger bist du dir ganz sicher, Diego. Okay, okay. Ja, ich mag den Schmerz. Oh! YouTube. Und unsere Sendezeit ist zu Ende. Ich muss mich kurz halten. Ich bin im Stress. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt. Bitte. Nein. Habt euch lieb.